Ja, hallo zusammen, hier wieder bei Gesund drauf. Mein Name ist Marco Eitelmann und heute, Anfang April, machen wir wieder eine Wildkräutersammlung am Wald und auf der Wiese. Ich beginne hier mal bewusst im Wald. Ich möchte heute auch ein paar Wildkräuter vorstellen, die ich so noch nicht vorgestellt habe in meinen Videos. Und neben mir, da wächst eine Pflanze bzw. ein Kraut oder besser gesagt eine Hecke, einen Busch, den wirklich jedes Kind kennt und der sich jetzt von den Blättern her wunderbar im April ernten lässt. Denn die haben noch keine ausgebildeten Stacheln. Es handelt sich hier um die Brombeere. Und da machen wir mal einen ab. Und da piekt auch noch nichts an den Fingern. Es ist noch ein ganz zartes Blattgrün. Sehr, sehr gesund. Total mild. Perfekt für einen Wildkräutersalat. Oder auch für den klassischen Brombeerblättertee. Hier haben wir das klassische junge Brombeerblatt. Und wenn man das umdreht, schaut mal, dann seht ihr hier schon die ersten Stachelansätze, ne? Die sind auch schon voll ausgebildet, aber die haben sich noch nicht verhärtet, sind noch nicht fest. Ihr macht euch da nicht weh, auch nicht, wenn ihr die so in den Mund nehmt. Und dann könnt ihr die einfach essen. Die sind ganz zart und ja, auch noch nicht so bitter. Ne? Je größer die werden, umso bitterer werden die. Die sind jetzt ideal. Später, wenn die größer sind, müsst ihr die Stacheln unten entfernen, entweder rausschneiden oder komplett flachwalzen. Bei großen Blättern ist wirklich noch das Rausschneiden empfehlenswert. Sonst macht ihr euch da weh. Die sind auch nicht mehr so schmackhaft wie die. Die hier haben, wenn sie ein bisschen zu kaut werden, nach ihrer ersten leichten Bitterkeit eine schöne Süße. Lässt sich wirklich wunderbar überall beimischen. Auch in den Wildkräutersalat, nur nicht als reine Form. Das heißt, einen reinen Brombeerblättersalat würde ich jetzt nicht empfehlen. Ist dann doch ein bisschen kräftig. An der dunkelgrünen Farbe erkennt er die Blätter vom Vorjahr. Und da muss ich auch jetzt echt aufpassen, wenn ich es ernte. Die sind natürlich auch essbar. Ne? Ihr könnt die Brombeere das ganze Jahr über ernten. Auch selbst im Winter, wenn da noch Blattgrün irgendwo unterm Schnee zu sehen ist. Aber ihr müsst hier wirklich alles wegschneiden. Auch die Blattader ist bis oben hin mit ziemlich spitzen Dornen voll. Essbar ja, aber ja, mühselig im Winter zu bearbeiten. Deswegen esst die jetzt im Frühling. Hier unten, da wächst eine Pflanze, die kennt auch so ziemlich jeder Einsteiger in der Kräuterkunde. Ich werde auch mal ein Video zu machen, ne? So absolute Einsteiger, Wildkräuter und Wildpflanzen, die auch wirklich jeder sammeln und einfach erkennen kann. Das hier, das ist die Knoblauchrauke. Und die Knoblauchrauke blüht jetzt im April mit diesen schönen kleinen weißen Blüten. Fängt auch schon im März an, könnt ihr ganz frühzeitig ernten und findet dann so den Höhepunkt im Mai, Juni. Da sind die Pflanzen teilweise dann so hoch. Wunderbares Kraut, wenn ihr die in den Kartoffelsalat macht, wenn ihr einen Wildkräutersalat macht sowieso. Und ihr könnt sie auch an jedes Gemüse mit dran machen oder eine schöne Frühlingssuppe. Ich zeige es euch jetzt mal im Detail. Herrlich, wie die Sonne da heute scheint. Wunderbar. Da kommen die Blüten von der Knoblauchrauke auch noch besser zur Geltung. Ich zeige es euch mal im Detail. So, ihr seht das. Das sind ganz kleine, schöne weiße Blüten. Die haben immer exakt 4 Blütenblätter. Ja, ansonsten die Pflanze hat insgesamt überall diese schönen, markanten, herzförmigen Blätter, die am Rande nicht gezackt, sondern leicht abgerundet sind und ihre Stielbasis sowie der Stiel der Pflanze an sich, der ist behaart. Je größer die Pflanze wird, desto mehr sieht man das Ganze. Vom Geruch her, man riecht eindeutig eine Knoblauchnote, auch wenn sie noch nicht zerrieben ist, beziehungsweise eine Lauchnote, deswegen auch Knoblauchrauke. Wenn man sie ein bisschen zerreibt und öfter dran riecht, dann kommt die ein bisschen mehr zur Geltung. Und natürlich, wenn man sie dann isst, hier habe ich ein schönes Blatt, da gucken wir mal, ob kein Tier dran ist. Nee, sieht ganz gut aus. Oder das kleine hier, da kann man das abmachen und kann es einfach so im Wald essen. Schmeckt auch leicht nach Lauch und Knoblauch, ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Bärlauch. Im Prinzip ist das eine super einfach zu erkennende Einsteigerpflanze und es passt wirklich überall dazu. Oft habe ich schon gehört von Leuten, die jetzt überhaupt keine Wildkräuter bisher gesammelt haben oder nicht besonders, ich sage es mal freundlich, gesundes Essen sich ab und zu mal genehmigen, dass sie überhaupt nicht hier einen Knoblauchgeruch oder einen Lauchgeruch wahrnehmen, noch nicht mal im geringsten. Schult in der Natur mal wirklich euren Geruchssinn. Diese ganzen Geschmacksverstärker, künstlichen Aromen und diese üble Überzuckerung im Essen, das macht halt auch viel kaputt, macht die Instinkte wirklich, senkt sie auf ein Minimum. Und täuscht auch den Geruch. Man hat überhaupt kein Feingefühl mehr für diesen ganz, ganz, ganz zarten Lauchgeruch von dieser Pflanze hier. Und
Es fördert auch die Achtsamkeit. Übrigens, falls sich jemand hier fragt, warum ich so gelbe Fingernägel habe. Ich bin natürlich nicht Raucher, aber ich habe heute was mit Kurkuma gemacht. Nur so nebenbei. Auf jeden Fall, ihr riecht das. Und je öfter ihr in der Natur seid, je öfter eure Sinne geschult werden und je achtsamer ihr seid, umso mehr riecht ihr. Es ist sogar so, dass wenn ich jetzt im Wald bin, im Herbst, aber auch im Frühling, dass ich manche Wildkräuter oder Pilze schon weit davor rieche, bevor ich sie sehe. Und wenn dann als Leute mitgehen, die sagen, hä, was hast du denn jetzt da wieder gerochen? Und wenn sie dann den Pilz oder sonst wo zwei Bäume weiter sehen, dann sind sie erstaunt. Also, macht es mal. Und genießt das Ganze. Lasst euch Zeit. Hier mitten auf dem Weg, wo ich normal generell nie was sammle, außer hier ist es so dermaßen weit abgelegen und da vorne ist auch eine Straße, wo du mit Hunden nicht gut drüber kommst und so weiter. Also bis hierher ist es verdammt lang zu laufen. Hier würde ich sowas sammeln. Aber ich nehme jetzt mal zu Demonstrationszwecken raus. Also hier auf dem Weg, da wächst eine Pflanze. Vielleicht kennt ihr die. Ich halte sie erstmal dran. Ich sage jetzt noch nichts. Die blüht wunderschön blau. Sieht aus wie so ein Tannenbäumchen. Ist eine herrliche Wildpflanze. Schmeckt recht bitter. Ihr dürft es damit nie übertreiben im Wildkräutersalat. Außer ihr steht wirklich auf eine starke Bitterkeit. Ich hole die mal raus, zeige es euch in der Kamera und lasse euch ganz kurz Zeit, mal zu überlegen, was es sein könnte. Die fortgeschritteneren Wildkräutersammler werden es, ich denke, sicher erkennen. Oder vielleicht ist sogar für euch noch was Neues dabei. Natürlich habe ich jetzt hier nur einen Teil der Pflanze entnommen. Ne? Ich möchte ja, dass hier alles schön weiter wächst. Die buddle ich sogar wieder ein. Aber so lässt es sich sehr leicht identifizieren bzw. bestimmen. So, ich lasse euch jetzt aber mal ganz kurz Zeit. Schaut mal. Was könnte das sein? Wenn es blüht, ist es wie gesagt sehr leicht zu bestimmen und bitter, wie schon erwähnt. Na, das hier, das ist der kriechende Günsel. Ein sehr bitteres Heil- und Würzkraut. Und der ist gut, wenn ihr Probleme habt mit der Verdauung oder irgendwie ja, so ein bisschen Blähbauch, Probleme mit dem Stuhlgang, dass das nicht so gut läuft. Ne? Wenn ihr Verstopfung habt, kann man den auch mit reinnehmen, insbesondere mit Löwenzahn gemischt und anderen Bitterstoff-, Gerbstoff- und schleimstoffhaltigen Wildkräutern. Ja, der ist wunderbar. Den könnt ihr jetzt schon sammeln. Das ganze Blattgrün und auch die ganzen Auswuchstriebe hier, mit denen er sich vermehrt, diese Ausläufer, die sind alle essbar. Ihr erkennt den kriechenden Günsel an seinen wunderschön geformten, abgerundeten Blättern, dieser, ja, ich sag mal, tannenbaumartigen Struktur. Ihr werdet das sehen jetzt im Mai, da mache ich bestimmt wieder einige Wildkräutervideos und ich habe es auch schon mal auf meinem Kanal gemacht, ich verlinke es euch unten. Da seht ihr den blühen, den kriechenden Günsel. Sieht aus wie so ein blau blühendes, knallig tiefblaues Tannenbäumchen, also herrlich. Der ist ziemlich stark behaart, vor allem hier an der Stängelbasis, komplett hoch den Stängel, bis unten bei den Blättern und er läuft hier mit diesen Ausläufern, mit denen sich immer wieder verwurzelt, über den Boden. Das kann ein ganz schön großer Bestand werden, teilweise von ein paar Metern Breite und alles blüht dann in diesem herrlichen Blau. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen, wie gesagt, der hat ein eigenes Video unten in der Beschreibung. An so Tagen wie heute sage ich immer wieder, ich freue mich, dass ich mich fürs Dorfleben entschlossen habe. So eine schöne Natur hier. Hier sind noch ein paar richtig geile Schnecken im Gras, also Weinbergschnecken. Die Flora und Fauna ist super intakt. Hier sind auch einige Biobauern. Hier wird nichts irgendwie künstlich gedüngt, künstlich gespritzt oder irgendeine andere Seuche ausgebracht. Ich zeige die euch jetzt auch mal. Herrlich, wie viel Weinbergschnecken hier sind. Sind sie nicht süß? Die eine kommt schon raus, die andere hat jetzt gerade mal ihren Kalkschalendeckel abgeworfen. Och, guck mal. Und da gucken die Kulleräugelchen raus an ihren Stielen. Ist nicht goldig. Die setzt sich natürlich direkt wieder in den kühlen Busch da, in die nasse Erde. Und dann können sie sich, ja, vielleicht die zwei sind ja Zwitter, demnächst mal hier paaren. Ne? Ja, übrigens haben die ziemlich lange Sex, hammermäßig. Habe ich auch mal einen Short irgendwann zugemacht, könnt ihr mal gucken. Ist Wahnsinn, was so eine Schnecke da alles für einen Spaß in ihrem Leben hat, wenn auch ziemlich langsam. Und hier sind sie natürlich wieder frei. Übrigens, wo wir gerade bei Wildkräuter wieder sind, hier wächst Gundermann. Auch ein ganz tolles Wildkraut. Habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Ist unten verlinkt. Möchte ich jetzt in dem Video jetzt nicht ganz so drauf eingehen. Aber er ist immer schön wieder zu sehen. Schmeckt lecker und ist sehr gesund. Kleine Bitte habe ich noch an euch. Falls euch so ein Video hier gefällt und ihr noch mehr über Wildkräuter, Pilze, Gesundheit und so weiter wissen wollt und noch keine Abonnenten seid, würde es mich mega freuen, wenn ihr hier unten ein Abo hinterlassen, die Glocke klickt. Ansonsten, ich freue mich über jeden Like, Kommentar und so weiter. Das pusht auch den Kanal, motiviert mich.
wäre mega. So, aber jetzt kommen wir zur nächsten Pflanze, zum nächsten Heilkraut mit einem ziemlich ekligen Namen. Heißt halt so, das heißt stinkender Storchenschnabel. Das Wort Storchenschnabel kommt daher, da die Blüte von dieser Pflanze, das dauert jetzt aber noch ein, zwei Monate, bis die rauskommt, aussieht wie so ein richtig langer, ultraspitzer Storchenschnabel. Ich zeige es mal euch aus der Nähe und sage euch ein bisschen was dazu, welche Heilwirkung die vor allen Dingen hat. Das Kraut hier sieht wirklich interessant aus, ist, wie ihr sehen könnt, macht er hoffentlich ganz scharf jetzt, jawohl, sehr, sehr stark behaart an diesen bräunlich oben ins Heller gehenden Stängelchen. Und ja, selbst wenn die nicht blüht, die riecht jetzt, ich finde es jetzt nicht eklig, aber sie riecht nicht besonders angenehm. Die Blätter selbst sind aufgeteilt nach diesem ebenfalls sehr, sehr behaarten Stängelchen in drei auseinanderlaufende, wie Ästchen könnte man es nennen, ne? Sind auch wieder kleinere Blattversorgungsadern. Und jeweils gibt es dann drei Blätter, die wiederum aufgeteilt sind. Die blüht so in rosa, ganz langen Schnabel, Storchenschnabel-ähnlichen Blütchen. Gehe ich irgendwann mal in ein extra Video drauf ein. Und die ist ganz toll, wenn ihr auch Probleme mit Magen oder Darm habt. Ne? Die kann man als Tee verwenden und dann ist die ideal für eure Verdauung. Ja, und beim Storchenschnabel gibt es zum Schluss noch einen Warnhinweis, denn den kann man, vor allem wenn man in Bärlauchwäldern ist, mit einer Giftpflanze, dem Buschwindröschen, verwechseln. Der sieht zwar anders aus, ist auch extrem behaart, was das Buschwindröschen jetzt gar nicht ist. Und wenn man sich es genau anguckt, könnte es eigentlich auch auffallen, nur es soll gesagt sein, nicht, dass da jemand denkt im Bärlauchwald, huch, ein Storchenschnabel nehme ich mal mit und dann holt er sich eine Vergiftung. Und hier habe ich es auch im direkten Vergleich. Links unseren Storchenschnabel, sieht schon anders aus, aber rechts hier das Buschwindröschen, gerade für Anfänger. Das Buschwindröschen, weil es unter strengem Naturschutz steht, reiße ich natürlich nicht raus. Ich zeige es euch jetzt an der Pflanze. Ich habe gesagt, die extrem starke Behaarung hat das Buschwindröschen nicht. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt keine Behaarung hat, denn auch das Buschwindröschen hat ultra feine Härchen, aber ihr seht's nicht im Ansatz so viel wie unser ziemlich haariger Storchenschnabel. Und selbst wenn ich das Buschwindröschen noch so weit ranzoome, man muss wirklich ganz genau hingucken, um diese sanfte, nahezu nicht sichtbare Behaarung zu erkennen. Hier habe ich jetzt auch ein abgerissenes Buschwindröschen, bevor jemand Schnappatmung kriegt. Nein, das war ich nicht. Das waren Schnecken, das ist auch total verschleimt und zerfressen. Aber hier kann ich es ganz genau zeigen. Oben, wo die Blüte ist, der letzte Stängel, der hat ein paar mehr Härchen. Auch an den Blättern, wo die Verzweigung von den Blättern sieht man Härchen. Und am Hauptstängel wirklich nur diese ganz sanften, winzigen Haare. Und damit sind wir auch am Ende von dem Video angelangt. Ich hoffe, ihr konntet was Interessantes mitnehmen. Es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao. Euer Marco.